Es war einmal eine Raumsonde namens Rosetta, die in den Nachthimmel geschossen wurde. Vor ihr lag eine lange, lange Reise mit dem Ziel, die Geheimnisse unseres Sonnensystems zu lüften. Mit an Bord befand sich ihr kleiner Begleiter, der Lander Philae. Beide waren das Ergebnis jahrelanger Planungen. Doch jetzt, am 2. März 2004, begann ihre Reise zum weit entfernten Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta und Philae ließen sich schon früh von den Geschichten ihres Großvaters Giotto zu ihrem Abenteuer inspirieren. Vor langer, langer Zeit starrten die Männer und Frauen auf der Erde voller Verwunderung auf die Kometen, die am Himmel auftauchten. Was waren das nur für seltsame Objekte? Manche glaubten, dass Kometen dadurch verursacht würden, dass die Erde in den Himmel ausatmet, aber niemand wusste es mit Sicherheit. Bis ein dänischer Astronom namens Tycho Brahe herausfand, dass Kometen sehr weit entfernt sind. Viel weiter von der Erde entfernt als der Mond. Aber wie könnten wir mehr über diese weit entfernten Objekte erfahren? Die Antwort war, näher an sie heranzukommen. Einem Kometen nahe kommen, das wollten Rosetta und Philae. Zuvor jedoch war sehr viel vorzubereiten. Gespannt lauschten sie Giottos Erzählung von den Raumsonden, die schon vor ihnen Kometen besucht hatten. Ich war eine der Raumsonden, die das Glück hatten, sehr nahe an einen Kometen heranzufliegen. Und zwar an den bekanntesten von allen, an den Halley'schen Kometen. Der Halley'sche Komet ist besonders. Er wurde nach Edmund Halley benannt, der entdeckt hatte, dass viele Kometen regelmäßig wieder an unserem Himmel auftauchen. Er sagte voraus, dass einer dieser Kometen nach 76 Jahren wieder auftauchen würde. Und er behielt recht. Und immer wieder kehrte der Halley'sche Komet zum berechneten Zeitpunkt zurück. Als es das letzte Mal soweit war, im Jahr 1986, war ich da. Zusammen mit einer Handvoll Freunden aus anderen Ländern machten wir uns auf, den legendären Kometen zu besuchen. Ich war der mutigste von allen und flog weniger als 600 Kilometer vom Kern des Kometen entfernt vorbei. Es ist eine raue Gegend, aber der Anblick war unglaublich und ich schickte Bilder zurück nach Hause. Viele Raumschiffe haben sich nach uns auf die Suche nach Kometen begeben. Wie dein Cousin Stardust, der am Kometen 81P wild vorbeiflog, Staubpartikel aus dem hellen Schweif entnommen und zur Erde zurückgeschickt hat, damit sie dort untersucht werden konnten. Oder einer deiner anderen Cousins, Deep Impact, der einen Krater in den Kometen 9P Tempel geschlagen hat, um zu sehen, was unter der Oberfläche ist. Stardust flog einige Jahre später am selben Kometen vorbei, um sich diesen berühmten Krater anzuschauen. Wir haben schon viel über Kometen gelernt, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Kometen bergen viele Geheimnisse in sich über die frühen Tage des Sonnensystems. Wie haben sich Planeten gebildet? Und wie kam Wasser auf die Erde? Und ihr beiden, Rosetta und Philae, werdet euren Beitrag leisten, indem ihr etwas tut, was noch keine Raumsonde vor euch getan hat. Ihr begebt euch in den Orbit um einen Kometen und landet auf ihm. Vor Rosetta und Philae lag eine einzigartige Mission, aber auch ein sehr langer Weg. Erst 10 Jahre und viele kräftezehrende Prüfungen später sollten sie ihr Ziel erreichen. Rosetta brauchte viel Schwung, um den Kometen zu erreichen. Einen Teil davon holte sie sich bei Vorbeiflügen an Erde und Mars. Malerische Aussicht inklusive. Das Duo kam auch an Orte, die noch niemand zuvor gesehen hatte. Rosetta entdeckte ein diamantenförmiges Objekt, den Asteroid Steins, und schickte aufsehenerregende Bilder zur Erde. Bald aber ließ die Sonde den Diamanten hinter sich. Da tauchte ein Riese auf, Lutetia, ein uralter Asteroid, 100 Kilometer hoch und 100 Kilometer breit, mit großen Kratern. Auch diese Begegnung hielt Rosetta in Bildern fest. Und das Abenteuer war noch lange nicht zu Ende. Ohne ausreichend Energie von der Sonne
musste Rosetta sich jedoch ausruhen. Und so setzten sie und viele ihre Reise schlafend fort. Und zwar für 2 Jahre, 7 Monate und 12 Tage. Am 20. Januar 2014 schließlich erreichten sie die Weckrufe von der Erde. Wach auf, Rosetta! Sie schlug die Augen auf und ließ alle anderen zu Hause wissen, dass es ihr gut ging. Die Freude war groß und Rosettas Team hat sich sofort an die Arbeit gemacht, ihren Gesundheitszustand nach so langem Schlaf zu überprüfen. Die Reise zu dem Kometen war noch lange nicht zu Ende. Und Rosetta hatte viel zu tun. Es gab keine Zeit zu verlieren. Alle Instrumente und Experimente, die sie an Bord hatte, mussten aufgeweckt werden. Ebenso wie der Lander Philae. Bis zum Kometen war es noch ein ziemliches Stück. Doch gerade Philae konnte die Ankunft kaum erwarten. Rosetta, sind wir schon da? Sind wir schon da? Auf dem Kometen angekommen, würden sie alles über seine Oberfläche herausfinden und über den Staub und die Gase um ihn herum. Und die Wissenschaftler auf der Erde würden alle Teile zusammensetzen, wie bei einem Puzzle, um zu verstehen, wie Kometen funktionieren. Sind wir schon da? Es sollte aber immer noch einige Monate dauern, bis Komet 67P Churyumov-Gerasimenko erreicht war. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Es sollte nicht lange dauern, bis Rosetta den Kometen in der Ferne sehen konnte. Sie kam ihm immer näher. Aber vorher galt es noch, einige Herausforderungen zu meistern. Die Annäherung an den Kometen war kompliziert und erforderte schwierige Manöver. Sie musste ihre Geschwindigkeit der des Kometen anpassen, um nicht an ihm vorbeizufliegen. Ein falscher Schritt und sie wäre verloren. Es galt, 10 schwierige Manöver auszuführen, aber Rosetta war entschlossen. Während sie eines nach dem anderen von ihrer Liste abstrich, kam sie dem Kometen immer näher. Es war der schönste Anblick, den sie je gesehen hatte. Es war nur noch ein kurzes Stück, aber sie wusste, nach der Ankunft würde es keine Zeit für eine Pause geben. Rosetta und Philae stand die wichtigste Aufgabe ihres Lebens bevor. Rosettas spannende Mission war es, dem Kometen um die Sonne zu folgen. Sie sollte alles über den Kometen herausfinden und sehen, wie er sich verändert, wenn er wärmer und wärmer wird, während Philae die Oberfläche besuchen sollte. Aus der Nähe sah Rosetta, dass der Komet viel komplexer war, als die Menschen aus weiter Ferne durch ihre Teleskope erkennen konnten. Er sah fast aus wie 2 zusammengeklebte Kometen und von manchen Seiten war seine Form wirklich ziemlich seltsam. Es war Anfang August und Rosetta brauchte mehrere Manöver, um sich dem Kometen weiter anzunähern. Je näher sie kam, desto bizarrer erschien ihr seine Oberfläche. Da gab es Krater, Klippen und Felsbrocken, die so groß wie Häuser waren. Rosetta verbrachte mehrere Wochen damit, die Oberfläche des Kometen zu studieren und viele Informationen zurück zur Erde zu schicken. Außerdem begann sie, den Staub und die Gase um den Kometen zu untersuchen. Aber sie hatte immerzu eine Frage im Hinterkopf. Wo würde Philae wohl landen können? Keine Raumsonde hatte je eine Landung auf einem Kometen versucht. Philae fing an, ein paar seiner Lieblingsstellen herauszusuchen. Aber Rosetta musste das erst mit den Experten zu Hause besprechen. Nach langem Überlegen einigten sie sich schließlich auf einen Landeplatz. Dann musste Rosetta ihren exakten Kurs um den Kometen planen, um sicherzustellen, dass Philae an der richtigen Stelle landen würde. Bald war es Zeit für Philae, die letzten Vorbereitungen für sein großes Abenteuer zu treffen. Er überprüfte, ob er alles für eine Landung auf einem Kometen dabei hatte. Dann war der lang ersehnte Moment gekommen. Die Welt hielt den Atem an, als Rosetta am 12. November 2014 die Position einnahm, aus der Philae seinen Landeplatz würde erreichen können. Der Abschied fiel beiden nicht leicht. Aber Rosetta und Philae freuten sich auch, endlich das tun zu können, worauf sie schon so lange gewartet hatten. Philae war unterwegs. Es würde 7 Stunden dauern, die Oberfläche zu erreichen.
aber Philae wollte sofort mit seinen Messungen anfangen. Er konnte bald die Oberfläche bis ins kleinste Detail erkennen. Und der Augenblick, von dem er geträumt hatte, war endlich da. Er hatte die Oberfläche des Kometen erreicht. Aber seine Harpunen lösten nicht aus. Nach ein paar Augenblicken merkte Philae, dass er sich noch nicht ausruhen konnte. Denn er hob wieder von der Oberfläche ab. Philae hatte Angst, er könnte vollständig vom Kometen weggetrieben werden. Das war so nicht geplant. Aber schließlich kam er wieder herunter. Als er sich umsah, merkte er allerdings, dass er an einer völlig unerwarteten Stelle gelandet war. Er machte sich sofort an die Arbeit, sein neues Zuhause zu untersuchen. Über 2 Tage verbrachte er damit, alle Experimente durchzuführen, die er mitgebracht hatte. Aber nach all der harten Arbeit wurde Philae müde. Daher sorgte er dafür, alle bisher gesammelten Daten zurück zu Rosetta zu schicken. Über Philae ging die Sonne unter und er fiel in einen tiefen Schlaf, wohl wissend, dass er seine wichtigste Aufgabe erfüllt hatte und dass seine Forscherfamilie stolz auf ihn sein konnte. Und wer weiß, vielleicht würde eines Tages genug Sonnenlicht auf seine neue Landestelle fallen und ihn aufwecken. Unterdessen erkundete Rosetta den Kometen noch weiter und entdeckte Wundersames, während sie ihm durch das Sonnensystem folgte. Er misst 4 Kilometer an der breitesten Stelle und aus der Anziehungskraft, die Rosetta gemessen hat, konnte sie die Masse des Kometen berechnen. 10 Milliarden Tonnen. Obwohl der Komet wie ein riesiger Gesteinsbrocken aussieht, besteht er aus einem viel leichteren Material. So leicht, dass er auf Wasser schwimmen würde. Rosetta sammelte Proben der aufsteigenden Gase und Stäube, um zu erfahren, woraus sich der Komet zusammensetzte und woher im Sonnensystem er stammte. Eine der wichtigsten Fragen, die die Wissenschaftler zu Hause beantworten wollten, war, woher das Wasser auf der Erde kommt. Kann es sein, dass es vor Milliarden von Jahren von Kometen und Asteroiden zur Erde getragen wurde? Rosetta war überrascht, dass der Wasserdampf, den der Komet verströmte, einen anderen Geschmack hatte als das Wasser der Ozeane der Erde. Die Wissenschaftler fragten sich, was das für ihre Theorien über die Entwicklung des Sonnensystems bedeuten würde. Es gab auch viele andere Arten von Gasen und es roch nach einer seltsamen Mischung aus faulen Eiern, Pferdestall und Marzipan. Rosetta hat viele 1000 Staubkörner gesammelt, klein und groß. Manche schienen weich wie eine Pusteblume. Im Laufe der Tage und Wochen sah der Komet immer spektakulärer aus. Neugierig kam Rosetta ihm näher. Doch auf einmal war sie eingehüllt von Staub. Obwohl es nicht so gefährlich war wie bei ihrem Großvater Giotto, der vor vielen Jahren in Höchstgeschwindigkeit am Halleyschen Kometen vorbeiflog, verlor Rosetta die Orientierung und wäre beinahe von ihrer Route abgekommen, sodass sie beschloss, ihre Arbeit aus sicherer Entfernung fortzusetzen. Rosetta sah, wie sich die Oberfläche des Kometen veränderte, als sie näher an die Sonne kam. Aus Löchern stiegen Staubfontänen hoch und Eisfelder lagen blank. Obwohl der Komet sehr aktiv wurde, war es noch immer ziemlich kalt auf der Oberfläche. Rosetta konnte Temperaturen um minus 100 Grad messen und darunter war es noch kälter. Immer wenn sie an die Kälte dachte, machte sie sich Sorgen um Philae, der seit mehreren Monaten schlief. Sie wusste nicht einmal, wo genau er gelandet war und fragte sich, ob er genug Sonne abbekam, um seine Batterien aufzuladen. Dann, an einem Samstag im Juni 2015, kam ein Anruf. Es war Philae. Er war wach. Sofort erzählte sie allen auf der Erde davon. Rosetta wollte Philae berichten, was alles passiert war, während er schlief, und von all den spannenden Dingen, die sie über den Kometen erfahren hatte. Aber die Verbindung war nicht gut. Es war frustrierend. Und Rosetta musste zu verschiedenen Stellen fliegen, um die beste Verbindung zu bekommen.
Fide hoffte, dass er bald seine Experimente würde fortsetzen können, während Rosetta den Kometen aus der Ferne untersuchte. Am 13. August kam der Komet der Sonne am nächsten und Rosetta und Fide freuten sich sehr, dieses einmalige Ereignis mit eigenen Augen sehen zu können. Rosetta bemerkte, dass immer mehr Gas und Staub dem Kometen entströmte. Da der Komet so aktiv war, war die Umgebung sehr staubig und so musste sie in sicherer Entfernung bleiben. Auch die Astronomen auf der Erde beobachteten den Kometen und schickten Rosetta Fotos. So konnte sie ihn einmal aus weiter Ferne betrachten. Dabei wurde ihr bewusst, wie riesig lang der Kometenschweif war. Über 10 Millionen Kilometer. Einen Teil des Schweifs erkundete sie selbst auf Exkursionen, bei denen sie sich über 1000 Kilometer vom Kern entfernte. Dort untersuchte sie, wie sich der Strom an geladenen Partikeln, der von der Sonne ausgeht, auf den Kometen auswirkt. Doch auch in weiter Ferne dachte Rosetta oft an Philae, von dem sie schon nichts mehr gehört hatte, lange bevor sie den sonnennächsten Punkt der Umlaufbahn erreicht hatten. Rosetta hoffte, dass auch Philae die Phase der höchsten Aktivität des Kometen miterlebt hatte. Später auf dem Rückweg ins äußere Sonnensystem wurde es auf dem Kometen wieder ruhiger und Rosetta konnte ihm endlich wieder näher kommen. Immer wenn sie über Philaes Lager flog, lauschte sie nach Signalen von ihm. Sie wollte Philae von den erstaunlichen Erkenntnissen berichten, die die Forscher auf der Erde dank der von ihm gesammelten Daten gewonnen hatten. So fanden sie beispielsweise heraus, dass die Kometenoberfläche viel härter ist als vermutet und dass er unter anderem aus einigen komplexen Molekülen besteht, die eine Rolle als Bausteine des Lebens, so wie wir es von unserer Erde her kennen, spielen könnten. Obwohl Rosetta Philae weder sehen noch hören konnte, versuchte sie unermüdlich, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Vielleicht konnte er sie ja doch hören. Leider ohne Erfolg. Vielleicht war Philae wieder eingeschlafen oder sein Funkgerät kaputt gegangen. Dennoch war Rosetta sehr stolz auf ihn. Schließlich hatte er viele seiner wichtigen Aufgaben auf dem Kometen erfüllen können. So etwas macht müde. Doch auch Rosetta hatte viel Spannendes entdeckt. Sie fand sogar einige Stellen mit Wassereis auf der Kometenoberfläche und wurde Zeugin, wie das Eis durch die Wärme des Sonnenlichts verdampfte und als Gas ins All verschwand, während sich jede Nacht neues Eis bildete. Neben Wasser fand Rosetta noch viele andere Moleküle bei der Untersuchung der Kometenatmosphäre, darunter auch viel Sauerstoff. Die Forscher waren von der großen Menge sehr überrascht, denn sie waren davon ausgegangen, dass ein Großteil des Sauerstoffs mit anderen Atomen reagiert hatte. Vielleicht aber war der Sauerstoff bei der Entstehung des Kometen vor 4,6 Millionen Jahren im Eis eingeschlossen worden. Die Forscher waren ganz gespannt, was diese Entdeckung ihnen über die Geschichte des Sonnensystems verraten könnte. Sie nahmen auch die Aufnahmen von Rosetta genau unter die Lupe und stellten eine Theorie auf, wie der Komet wohl zu seiner eigentümlichen Form kam. Sie vermuten, dass vor Milliarden von Jahren zwei kleinere Kometen mit geringer Geschwindigkeit zusammengestoßen sind. Auch fragten sich die Astronomen schon seit langem, wie der Komet wohl von innen aussieht. Um das herauszufinden, untersuchten sie die Funkstrahlen, die Rosetta und Philae einander durch den Kometen geschickt hatten. Außerdem beobachteten sie, wie sich die von Rosetta zur Erde gesendeten Signale veränderten, während die Schwerkraft des Kometen bei der Umkreisung sanft an ihr zog. Dabei stellte sich heraus, dass unter der Kometenoberfläche nur kleine Höhlen liegen, die nicht größer als 100 Meter sind. Tatsächlich besteht das Innere des Kometen hauptsächlich aus lockeren Staub- und Eispartikeln. Unter seiner harten Schale steckt also ein luftiger, weicher Kern. Die Forscher fanden heraus, dass Kometen aus Staub- und Eispartikeln bestehen, Überbleibsel aus der Zeit der Entstehung der Planeten. Somit verbirgt sich in ihrem Innern das älteste und besterhaltene Material von der Geburt unseres Sonnensystems. Aber Rosetta hatte noch Erstaunlicheres entdeckt. Sie fand Zutaten, die für die Entstehung von Leben auf unserer Erde wesentlich sind.
Vielleicht haben Kometen diese Bausteine ja auf unseren Planeten gebracht, als er noch ganz jung war. Die Forscher werden jedenfalls noch Jahrzehnte brauchen, um Rosettas Daten auszuwerten. Ihre Mission war somit ein voller Erfolg. Nach langer Suche hatte sie sogar den eigenartigen Ort gefunden, wo Philae schlussendlich gelandet war. Fest schlafend in einer dunklen Ecke des Kometen. Doch als sie sich wieder in großer Entfernung von der Sonne befand, konnte sie nicht mehr genug Energie tanken, um ihre Erkundungsreise fortzusetzen. Sie hätte sich sofort wieder schlafen legen können, beschloss aber, eine letzte große Herausforderung anzunehmen. Sie wollte es Philae gleich tun und auf dem Kometen landen. Der 12,5 Jahre währende Flug durchs All hatte Rosetta müde gemacht, aber sie freute sich auf ihre letzten Aufgaben. Endlich würde sie den Kometen, den sie seit 2 Jahren aus der Ferne beobachtet hatte, aus nächster Nähe sehen und Gasproben nehmen können, so nah, wie sie sich noch nie herangetraut hatte. Das würde wahrlich kein Kinderspiel werden. Doch die Experten auf der Erde hatten alles genau geplant und das Datum war festgelegt. Rosetta würde einen wirklich interessanten Ort auf dem Kopf des Kometen anvisieren. Nach dem Aufsetzen würde sie die Erde nie wieder kontaktieren können. Schließlich war sie nicht für eine Landung geschaffen worden. Deshalb musste sie die letzten Bilder und Daten so schnell wie möglich zu uns senden, bevor sie sich für immer verabschieden würde. Rosettas unglaubliche Reise war nun fast vorbei und sie wusste, dass das Vermächtnis ihrer Mission ewig bestehen würde. So wie bei all den anderen Kometenerkundungsmissionen zuvor. Rosetta war glücklich, so viele Freunde gewonnen zu haben und hoffte, dass diese hin und wieder an sie und Philae denken würden. Nach 786 Tagen in der Nähe des Kometen ging ihr fantastisches Abenteuer zu Ende. Am 30. September begann Rosettas Sinkflug zum Kometen. Sie führte Messungen durch, fotografierte die atemberaubende Landschaft und dachte an mögliche Entdeckungen zukünftiger Forscher, ehe sie sich auf dem Kometen zur wohlverdienten Ruhe begab. Und so endet das große Abenteuer unserer außergewöhnlichen Entdecker Rosetta und Philae auf Komet 67P. Lebt wohl, Freunde! Haben Sie gefunden?